Im vorigen Video habe ich dir gezeigt, wie zwei Formen, die Vesica Piscis und der Torus, aus den erzeugten Mustern extrapoliert werden können. Ich werde dir nun weitere Anleitungen zeigen und hoffentlich wird dir dann klar, wie speziell die heilige Geometrie sein kann. Wie zuvor werde ich die zweidimensionalen Muster verwenden, um dir verschiedene Dinge aufzuzeigen, denn dies ist einfacher zu begreifen als ein vollständig dreidimensionales Muster. Du musst dir aber vergegenwärtigen, dass die tatsächliche Struktur vollständig dreidimensional ist. Und das sollte dann ersichtlich werden, wenn wir die platonischen Körper besprechen. Nach dem Röhrentubus und dem Fischgefäß kann man als nächstes den sogenannten Baum des Lebens zeigen. Abgeleitet aus dem Same des Lebens-Muster. Er gilt üblicherweise als mystisches Konzept in der Kabbala und als ein Motiv in verschiedenen Weltreligionen und Philosophien. In der Kabbala wird es als Werkzeug benutzt, um das Wesen Gottes zu verstehen und die Art und Weise, wie Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Die Details dieser speziellen Lehre sind zu kompliziert, um sie an dieser Stelle mal kurz zu überblicken. Die nächste Struktur ist als das Ei des Lebens bekannt. Wenn wir zur zweiten Winkelbewegung weitergehen, so wie im vorigen Video beschrieben, und alle Kreise aus der Same des Lebens Struktur bis auf den mittleren entfernen, erschaffen wir diese neue Form bestehend aus acht Sphären. Diese Form ist dreidimensional, aber aus unserer zweidimensionalen Perspektive sind wir nicht in der Lage, die achte Sphäre zu sehen, die sich hinter dieser zentralen Sphäre befindet. Dieses Muster ist das ausgewogenste für acht Sphären, die in direkter Verbindung zueinander existieren. Der Grund, warum es Ei des Lebens genannt wird, ist, weil die Natur diese Form beim Vorgang der Bildung eines Embryo benutzt, in jedem einzelnen Lebewesen auf diesem Planeten, ohne Ausnahme. Die Natur hat sich für diese Form entschieden, weil es die symmetrischste und harmonischste Form ist. Wir gehen nun weiter zu dem wohl wichtigsten Satz an Ableitungen, der sowohl optisch als auch mathematisch die Schönheit der heiligen Geometrie demonstrieren kann. Wenn wir die Frucht des Lebens Struktur nehmen, im vorigen Video zu finden, und diese 13 Kreise extrahieren, so erhalten wir das, was als heiliger Archetyp, als Metatrons Würfel bekannt ist. Das kann man sich vorstellen als eine Erweiterung vom Muster des Ei des Lebens, als da acht Sphären in diesem zentralen Teil vorhanden sind, aber zusätzlich noch eine weitere Sphäre angehängt in perfekter Ausrichtung zur Ecke von jeder der zentralen acht Sphären. Insgesamt sind 16 Sphären in der dreidimensionalen Version von Metatronswürfel vorhanden. Es ist auch interessant festzustellen, dass der Hyperkubus, auch Tesserakt genannt, ganz leicht aus Metatronswürfel abgeleitet werden kann und daher buchstäblich dieser Form einen weiteren Aspekt der Dimensionalität hinzufügt. Diese Anordnung von Sphären ist geometrisch perfekt, also hat das Hinzufügen oder Entfernen von Sphären, wie zuvor bei der Transformation vom Ei des Lebens hin zu Metatrons Würfel aufgezeigt, keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Geometrie an sich. Aus diesem Grund solltest du nun in der Lage sein, die Idee des Hologramms, wie am Ende des vorherigen Videos gezeigt, zu begreifen. Wir haben gerade aus einer 3D-Struktur heraus auf ein 4D-Konzept hingedeutet. Weil wir jedoch die vierte Dimension nicht direkt wahrnehmen können, gibt es an dieser Stelle nichts weiter zu sagen. Der am meisten beachtete Aspekt von Metatrons Würfel ist seine Beziehung zu den platonischen Körpern. Es sollte noch erwähnt werden, dass obwohl Platons Name mit diesen Formen verknüpft ist, wurde jedoch entdeckt, dass die Menschen im späten Neolithikum bereits Ornamente aus Stein in Form der platonischen Körper hatten, tausend Jahre vor Platon. Das wirft die große Frage auf, woher sie dieses Wissen hatten. Aber das ist ein Ermittlungsansatz für ein weiteres Video. Es gibt fünf platonische Körper. Der Tetraeder, der Oktaeder, der Hexaeder, der Ikosaeder und der Dodekaeder. Jetzt schauen wir mal bei Wikipedia nach, was dort noch steht. Es zeigt sich, dass es, bis auf Ähnlichkeit, genau fünf platonische Körper gibt. Ihre Namen geben auf Griechisch die Anzahl ihrer Flächen wieder tetraeder ist ein vierflächner aus vier dreiecken ein hexaeder ist ein sechsflächner aus sechs quadraten auch bekannt als würfel oktaeder ist ein achtflächner aus acht dreiecken dodekaeder ist ein zwölfflächner aus zwölf fünfecken auch pentagon dodekaeder genannt da nur er nicht aus drei oder vier ecken besteht icosaeder ist ein zwanzigflächner aus zwanzig dreiecken die platonischen Körper sind konvex. In jeder Ecke des Körpers treffen jeweils gleich viele, gleich lange Kanten zusammen. An jeder Kante treffen sich zwei kongruente Flächen und jede Fläche hat gleich viele Ecken. Es ist also nicht möglich, irgendwelche zwei Ecken, Kanten und Flächen aufgrund von Beziehungen zu anderen Punkten des Polyeders voneinander zu unterscheiden. Die Oberfläche setzt sich aus Flächen zusammen, sie sind also Polyeder. Sie sind konvex, es bestehen keine einspringenden Ecken oder Kanten. Die Kanten haben alle die gleiche Länge. Die Flächen sind untereinander alle kongruent, das heißt, sie lassen sich durch Drehungen und Verschiebungen ineinander überführen. Alle Ecken haben gleiche Flächen- und Kantenwinkel. Alle Flächen sind gleichseitig und gleichwinklig. Alle Ecken haben denselben Abstand zum Mittelpunkt. Aufgrund der Symmetrie von Ecken, Kanten und Flächen existiert eine Umkugel, eine Kantenkugel und eine Inkugel. Sie sind entweder Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder oder Ikosaeder. Es gibt keine anderen Formen, die diese Bedingungen erfüllen und das macht diese Formen so einzigartig. Diese fünf platonischen Körper bilden auch Paare, beziehungsweise zu jedem konvexen Polyeder lässt sich ein sogenannter Dualkörper konstruieren. Hexaeder und Oktaeder bilden ein duales Paar, genauso wie Dodekaeder und Icosaeder. Der Tetraeder ist zu sich selbst dual. Das heißt, es kann ein auf dem Kopf stehender Tetraeder in dem anderen platziert werden, bekannt als Verschachtelung, indem man alle Mittelpunkte der Flächen miteinander verbindet. Und dieser Vorgang kann in beide Richtungen unendlich oft wiederholt werden und veranschaulicht die Idee der Symmetrie in einzigartiger Weise. Es ist auch möglich, jeden platonischen Körper in der anderen Form ohne Fehler einzuschließen. Jedoch ist die Symmetrie nicht so perfekt wie bei den Dualkörpern. Also welchen Bezug haben die platonischen Körper zu Metatrons Würfel? Wenn wir der Einfachheit halber die zweidimensionale Form von 13 Kreisen nehmen und den Mittelpunkt eines jeden Kreises mit dem Mittelpunkt jedes anderen Kreises verbinden, dann erhalten wir dieses Muster. Hiermit haben wir die Parameter der abgeflachten zweidimensionalen Version der platonischen Körper erschaffen, mit Ausnahme des Dodekaeder. Der Dodekaeder ist speziell, denn dafür muss man die dreidimensionale Version des Metatronenwürfels im goldenen Schnitt rotieren, um die fehlenden Linien freizulegen. Aber man kann die fehlenden Linien auf der zweidimensionalen Version hinzufügen, indem man diese Kanten durch den goldenen Schnitt teilt und die zusätzlichen Linien entsprechend einzeichnet. Dies war vermutlich auch der Grund, warum Platon und andere Gelehrte den Dodekaeda vor anderen geheim hielten, da dieser Aspekt des Wissens wirklich einzigartig ist, und vielleicht glaubten sie, das würde zu viel Preis geben. Jeder platonische Körper wird auch mit einem Element in Verbindung gebracht, obwohl ich diese Verbindung an diesem Punkt als subjektiv erachte der äther zum beispiel ist bekanntlich eine formlose, nichtmaterielle substanz und somit funktioniert die assoziierung mit einer geometrischen struktur nicht wirklich. es wurde postuliert, dass der dodekaeder tatsächlich mit den himmeln und dem kosmos assoziiert wird und interessanterweise vermuten amerikanische und französische kosmologen, dass das universum tatsächlich in der form eines dodekaeders geformt sein könnte. Basierend auf deren Studium der kosmischen Hintergrundstrahlung. So also es gibt dann noch weitere Formen, die aus den platonischen Körpern extrapoliert werden können. Diese sind bekannt als die archimedischen Körper. Wieder Wikipedia zitierend. Die archimedischen Körper sind eine Klasse von regelmäßigen geometrischen Körpern. Sie sind konvexe Polyeder, Vielflächner, mit folgenden Eigenschaften. Ihre Seitenflächen sind regelmäßige Polygone, also Vielecke. Alle Ecken des Körpers verhalten sich zueinander völlig gleich, also Uniformität der Ecken, und sie sind weder platonische Körper noch Prismen oder Antiprismen. Jeder archimedische Körper kann durch Abstumpfen aus einem platonischen Körper erzeugt werden. Bei vielen archimedischen Körpern deutet auch der Name darauf hin. Mit Abstumpfen eines Körpers ist hier gemeint, dass dem Körper beliebige Stücke weggeschnitten werden, dabei aber die Flächen des Körpers in aller Regel verkleinert, als Flächen des abgestumpften Körpers erhalten bleiben. Diese Formen bedürfen eigentlich einer genaueren Beschreibung, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe diese letzte Ableitung bis zum Schluss aufgehoben, denn sie führt uns zum nächsten Kapitel in dieser Videoreihe. Es ist bekannt als der goldene Schnitt und so wie der mathematische Wert der Zahl pi, ist es eine irrationale Zahl, was bedeutet, dass der genaue Wert niemals ermittelt werden kann, da ihre Generierung in einer unendlich langen Folge sich nicht wiederholender Zahlen resultiert. Die einfachste Art, den Goldenen Schnitt darzustellen, ist der Natur erstes Muster, Vesica Pisces oder das Fischgefäß, zu benutzen, obwohl es viele Wege der Darstellung gibt, etwa auch mittels der platonischen Körper. Ich werde dir nun den Vorgang der Berechnung des Goldenen Schnittes zeigen. Wir starten mit der einzelnen Länge mit dem Wert 1 und dies als Radius benutzend ziehen wir einen Kreis. Der Durchmesser des Kreises hat natürlich den Wert 2. Der nächste Schritt besteht darin, einfach noch einen Kreis von identischer Größe mit dem Mittelpunkt irgendwo auf der ersten Kreislinie zu platzieren. Dies erzeugt die Vesica Form, wie zuvor erklärt. Wenn wir ein paar Hilfslinien einzeichnen, sollte die restliche Kalkulation einfach zu verstehen sein. Wir können nun ein einfaches rechtwinkeliges Dreieck mit den Werten 1 und 2 konstruieren. Eine Längeneinheit für die Höhe und zwei für die Breite. Die Länge der Hypotenuse kann mittels Trigonometrie berechnet werden. Wir verwenden nun diese Länge mit dem Wert von 0,5 und drehen sie um diesen Punkt hier, um einen weiteren Kreis zu ziehen. Dort, wo dieser Kreis die Hypotenuse schneidet, haben wir die finale Bestimmungsgröße für den goldenen Schnitt, welches diese neu erzeugte Länge entlang der Hypotenuse ist. Wir haben nun erfolgreich diese geometrische Beziehung namens goldener Schnitt gezeigt, welche einen Wert von ca. 1,618 hat. Dies kann auch zur Erzeugung der sogenannten goldenen Spirale benutzt werden, welche am bekanntesten in der Nautilus-Schale wahrgenommen werden kann. Der goldenen Spirale kann man sich mittels einer Zahlenreihe annähern, bekannt als die Fibonacci-Sequenz. Diese Beziehung ist ein Aspekt, den ich im nächsten Video besprechen werde, in dem ich auch heilige Geometrie in der Biologie aufzeigen werde und wie die Natur diese Prinzipien und Formen benutzt, um die Sinfonie des Lebens zu erwecken, die um uns hier herum passiert. Ja, Hinweis von mir, leider habe ich festgestellt, dass der Videoersteller keine weiteren Teile dieser Reihe veröffentlicht hat oder diese nicht mehr auffindbar sind. Das müsste ich mir also jetzt schon selbst ausdenken, den nächsten Teil. Nochmal Wikipedia. Die goldene Spirale ist ein Sonderfall der logarithmischen Spirale. Diese Spirale lässt sich mittels rekursiver Teilung eines goldenen Rechtecks in je ein Quadrat und ein weiteres kleines goldenes Rechteck konstruieren. Sie wird oft durch eine Folge von Viertelkreisen approximiert. Ihr Radius ändert sich bei jeder 90-Grad-Drehung um den Faktor Phi. Das Pentagramm, eines der ältesten magischen Symbole der Kulturgeschichte, steht in einer besonders engen Beziehung zum goldenen Schnitt. Zu jeder Strecke und Teilstrecke im Pentagramm findet sich ein Partner, der mit ihr im Verhältnis des goldenen Schnittes steht. In der Abbildung sind alle drei möglichen Streckenpaare jeweils blau, längere Strecke und orange, kürzere Strecke markiert. Sie lassen sich über das oben beschriebene Verfahren der stetigen Teilung nacheinander erzeugen. Im Prinzip ist es damit in das verkleinerte Pentagramm fortsetzbar, das in das innere Fünfeck gezeichnet werden könnte, und damit in alle weiteren. Stünden die beiden Strecken in einem Verhältnis ganzer Zahlen, müsste dieses Verfahren der fortgesetzten Subtraktion irgendwann 0 ergeben und damit abbrechen. Die Betrachtung des Pentagramms zeigt aber anschaulich, dass dies nicht der Fall ist. Der goldene Winkel wird erhalten, wenn der Vollwinkel im goldenen Schnitt geteilt wird. Dies führt auf den überstumpfen Winkel, der ca. 222,5 Grad beträgt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja noch weitere Teile. Mal sehen.